Und willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Wie versprochen geht jetzt mit der Questwelt auf der Jagd nach der grünen Bohne. Gib mal Gas hier. Was sagt der Wetterbericht? Wolkenlos und steigende Temperaturen. Schön. Unsere Regile haben an der Tankstelle geparkt und auch gleich vollgetankt. Der hier. Nicht. Tut das weh? Kopfschmerzen? Oh, das ist nicht normal. Absteigen. Danke. Vielen Dank, oh, mein kleiner Chocobo. Eos Erbse. Los, Kleiner. Absteigen, komm. Okay, schauen wir mal. Ah, ihr müsst die Jäger sein, von denen mein Großvater erzählt hat. Ihr kommt gerade recht als Erntehelfer. Was? Erntehelfer? Auf den Feldern streifen häufig wilde Tiere rum. Das macht die Ernte für uns lebensgefährlich. Ich hoffe, ihr könnt uns etwas helfen. Die Quang Gü auf dem Feld unschädlich machen. Ja, machen wir das doch mal. Ist ja richtig in Fahrt. So bin ich halt. Frische Bohnen ernten. Okay. Das ist wahrscheinlich die gelbe Markierung hier, oder? Nein, nimm's, komm. Okay. Wir haben geerntet, was man uns auftrug. So, gibt's hier noch was zu looten? Looten, Level und Looten. Danke, das sieht gut aus. Wärt ihr so freundlich, die Ernte direkt zu unserem Laden zu bringen? Ja, aber jetzt nicht. Jetzt machen wir erstmal die anderen Quests. So, okay. Okay, die haben wir abgeschlossen. Dann machen wir doch gleich die hier. Boah, 3 Kilometer wieder weg. Wo ist das hier? Da unten. Dann machen wir fast hier unten erst. Ich glaube, dass wir da näher dran sind. Eigentlich plus 1 Kilometer weg, dann gehen wir gleich dahin.
Längst kein altes Eisen, den Jäger aufspüren. Oh, komm, was haben wir in die Schokobos? Schubo. Ist das lästig? Mei. Klappe zu! Monster! Tot! Erwischt! Das Teamwork. Ja. Stirb. Okay. Jetzt aber. Komm her, mein Schokobo-Freund. Also dann. Über den Berg hier rüber. Ja, komplett außenrum, oder was? So ein Mistwetter. Ja. Boah! Was ist das für ein Vieh? Mal stehen. Ich komme hier nicht hoch irgendwie. Nacht! Ja. Feinde! Wenn ich hochkomme hier. Will hier komplett hier rumrennen oder was? Mei. Sag mal, was ist denn hier los? Nachher eine kleine Pause? Allerdings. Ich habe keinen Plan, wie ich da hochkommen soll. Hier geht's auch nicht hoch. Nee, nope, ich bin nicht hoch. Schauen wir uns mal schnell die Karte an. Ich glaube, ich hätte hier hoch müssen, oder? Ah, ich hätte da hoch müssen. Eieiei. Okay, wieder ganz zurück. Was ist das für ein Vieh überhaupt? Wie lautet der Plan? Boah! Nee. Wir hauen lieber ab. Ich umgehe sie und greife von hinten an. Nee, kommt Leute, wir hauen ab. Diesen Zunge da. Die blöde Quest ist hier abschließen. Ich bin komplett die falsche Richtung gerannt. Also kommen wir hier rüber, ne? Fotografieren ist für dich nicht nur ein Hobby, oder? Ja. Nicht rüber. Lockt, lass uns die Fotos verkaufen und reich werden. Was? Wer soll die denn bitte kaufen? Gibt bestimmt jemanden, der daran interessiert ist. Also, ich finde sie vielleicht für dieses Geld, wenn es gehen würde. Erinnerungen für später.
Dort! Ich höre Magitech-Motoren. Das ist doch mal blöd gemacht hier. Kommt ja nirgendwo hoch. Ich habe doch vorher eine Straße gesehen. Irgendwo müsste doch hier hochgehen. Nein, jetzt müssen wir gleich an der Straße sein. Mal was sehen würde hier. Genau, da ist die Straße. Der Wind ist echt angenehm. Ja, das stimmt. So, einfach der Straße entlang, dann müssen wir bald am Ziel sein, hoffe ich mal. Ja, damit wir ein Auto fahren können. Echt angenehm hier. Ja, stimmt. So, ich komme immer näher. Nacht, da oben, Feinde. Danke. Die sind wir jetzt nicht. Oh, was ist da, eine Kiste? Wenn wir schon mal gucken. Oh, hier. Stellen wir schnell ab. Vielen Dank, mein kleiner Chocobo. Los, Kleiner. Chocobo Tritt, denn Chocobo hat die Fertigkeit Chocobo Tritt erlernt. Im Kampf kann er dem Gegner nun mächtige Tritte verpassen. Okay. Ich denke, umso mehr wir mit den Chocobo reiten, umso schneller steigt es wahrscheinlich auch auf dann. Oh, hier war noch was. Und wenn wir schon da sind, dann nehmen wir es natürlich gleich mit. Mega Phoenix. Weiter geht. Weiter geht die wilde Fahrt. Mach's Licht an, Mensch. Ich hätte mit dem Auto fahren können. Ich glaube, da wäre schneller gewesen. Echt angenehm hier. Ja, das stimmt. So, wir sind am Ziel und da wäre eine Tankstelle gewesen. Mei. Noct, lass uns im Krähennest essen. Schon wieder? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie dick das Essen dort macht? Ja, ja. Dann halt nicht. Hast du einen Vertrag mit Wienern in Lestalum? Ja, wieso fragst du? Weil man dir anscheinend Vertragsbruch vorwirft.
Ach was. Also, die Waren sind nicht das Problem. Aber die Route, die ich nutzen soll, ist gespickt mit alten Wildfallen. Die sind höllisch gefährlich. Ich bin immer noch dabei, die Fallen zu entschärfen. Richtig. Warum helft ihr mir nicht einfach dabei? Hallo? Muss ich denn deine Dinge fertig machen, oder was? Also dann? Ja, ist zum Glück nicht so weit weg. Hier müsste es sein. Haltet nach alten Fallen Ausschau. So, okay, dann schauen wir mal. Alte Fallen entschärfen. Haltet nach alten Fallen Ausschau. Schauen wir, wie die überhaupt aussehen. Diese Fallen. Und hier sind sie so ein Schmarrn wie mit den Fröschen da. Ah, okay. Gut, die ist entschärft. Okay. Ja. Ganz schön großes Gebiet hier. Ich hoffe, dass wir die Fallen schnell finden. Okay, da vorne ist eine. Eine weniger. Okay, da wären es nur noch drei. Tut das weh? Kopfschmerzen? Das ist nicht normal. Okay. Hier, schau mal. Ah, okay. Noct, willst du dir das mal ansehen? Klar. Gefahr gebannt. So, zwei noch. Ich könnte doch eigentlich meine Kameraden auch gleich entschärfen, was sie schon sehen. Muss ich das wieder alles machen? Hier alles muss man alleine machen. Hier sind viel zu viele Insekten. Ja. Sein. Zum Beispiel gleich außerhalb. Okay, hier ist meine.
Gut, die ist entschärft. So, eine noch. Da werden wir uns wahrscheinlich wieder ewig suchen. Bis wir die finden. Wow! Wow! Leute, das übernehmt ihr besser! Warten. Okay, dann müssen wir eine andere Waffe ausrüsten. Oder die wäre gegen Eis. Solche Gegner! So, Kampfmodus, Echtzeit. Liegen wir ganz und gar nicht! Liegen wir! Gut, Edgar. Meisterhaft, Gladio. Gladio, der Held. Stimmt ja, du hast Insekten. Ich? Ja, ich kann sie nicht ausstehen. Okay, ging doch gut. Ging ganz gut. Die ledigen Viecher. Und da ist die letzte Falle. Sehr gut. Ging doch. Gefahr gebannt. Das waren, glaube ich, alle. Die Route ist okay. Sicher. Schubo, komm her. Los, Kleiner. Mach deine Arbeit, Mensch. Oh, wir dürfen nicht vergessen, uns mit Heilmitteln einzudecken. Ja, ich hab genug dabei. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschen? Vielen Dank, mein kleiner Chocobo. Recht herzlichen Dank. Jetzt kann ich meinen Vertrag mit Bienen erfüllen. Falls ihr mal wieder nach Lestallum kommt, dann grüßt den guten Mann doch bitte von mir. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Recht herzlichen Dank. Jetzt kann ich meinen Vertrag mit Bienen erfüllen. Falls ihr mal wieder nach Lestallum kommt, dann grüßt den guten Mann doch bitte von mir. So. Willkommen im Krähennest. Hier seid ihr in Sicherheit. Mit vollem Magen lässt sich immer gut jagen. In Ordnung. Kommt sofort. Essen fassen. Okay, was ist das? Das wird sicher nicht einfach werden. Das lassen wir jetzt noch. Das ist noch ein bisschen zu hoch. Hey, Nacht. Sieh mal. Was gibt's? Könnten aber. Die Piachen sind benötigt. Ja, dann machen wir halt schon ein Level. Legen wir uns ein bisschen hin. Schauen, was es kostet überhaupt hier. Oh, herzlich willkommen. 150 Skill. Genug geschafft für einen Tag. Heute Nacht werde ich gut träumen. Thank you.
Oh, das Foto ist gut. Nicht wahr? Finde ich auch. Was ist jetzt? Zwischensequenz? Woran denkst du gerade? Eigentlich nichts Besonderes. Ach so. Und plaudern wir mal ein bisschen. War ganz schön was los heute, was? Ja, aber lustig wie jeden Tag. Selbst im Angesicht des Todes macht Spaß. Hätte nie gedacht, dass ich sowas mal mache. Geschweige denn, dass wir zusammen auf Reisen gehen. Ich auch nicht. Wie viele Jahre kennen wir uns jetzt eigentlich schon? Seit der Oberschule. Also, 5? Na, eigentlich kannte ich dich ja schon früher. Schon seit der Grundschule. Was? Du hast mich bemerkt? So wie du mich immer angestarrt hast, klar. Dafür hatte ich so meine Gründe, weißt du? In der Oberschule hast du dann einfach so getan, als hätten wir uns noch nie gesehen. Hör mal, ich war total aufgeregt, als ich dich angesprochen habe. Das waren noch Zeiten. Gab keinen Grund, sich zu verstellen. Das sagt sich für dich so leicht. Aber das kannst du nicht verstehen. Damals habe ich... Ach was, vergiss es. Das mal freundschaftlich zur Rede stellen. Druck's nicht so rum, raus damit! Also, früher als Kind war ich total schüchtern. Freunde hatte ich eigentlich überhaupt gar keine. Ich war immer allein. Ich dachte, dass sich nie jemand für einen Langweiler wie mich interessieren würde. So mies ging es dir damals? Wenn ihr mich jetzt so seht, denkt ihr wahrscheinlich, ich sei immer gut drauf und total umgänglich. Dabei habe ich total viele Komplexe. Ich verstecke sie halt nur gut. Hab mich immer ein bisschen als Außenseiter gefühlt. Der einzige Bürgerliche. Nicht so stark wie ihr alle. Nicht gut im Umgang mit Leuten. Gladio wirkt für mich, als käme er von einem anderen Planeten. So schlau wie Ignis oder gut im Kochen bin ich leider auch nicht. Aber wenn wir zusammen sind, dann ist mir das alles egal. Solange, bis mir wieder einfällt, dass ich mit euch nicht mithalten kann. Darum arbeite ich weiter an mir, bis ich verdient habe, euer Freund zu sein. Du machst dir zu viele Gedanken. Du meinst, ich muss mich gar nicht ändern? Zweifelst du etwa an meinem Urteil? Nein, das nicht. Aber du sagst das doch nur aus Nettigkeit. Also, wenn du zu nichts zu gebrauchen wärst, dann wärst du auch nicht in meinem Gefolge. Was? Na, also wenn du es sagst... Vielen Dank. Fühl mich richtig erleichtert. Ja, ist so gut. Dann ist gut. Okay. Ab jetzt versuche ich einfach nur, ganz ich selbst zu sein. Ja. Mach das. Was, der peppige Fotofilter Prompto ist jetzt verfügbar. Wir haben schon 102 Punkte wieder.
Geilo. Schauen wir mal, was wir jetzt hier skillen. Was ist denn das hier? Spähen. Man sitzt im Kampf mit Gegner und zeigt Schwächen und Attribute auf. Das haben wir schon. Lanze führt einen Konter, entzieht. Okay, lassen wir das mal so. Prompto. Okay. Können wir jetzt zurück zum Regalia. Yep. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen dann hier einen Cut und springen dann zur nächsten Quest. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo da oder auch ein Like. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, euer Andi.